Club Report Nummer 3. Tea Club Palma Puntiro, quasi der zweite Tea Club hier auf Mallorca. Und wir testen natürlich wieder für euch den Platz. Wir schauen uns das Clubhaus an, die Trainingsmöglichkeiten und was der Club sowieso noch so zu bieten hat für euch alle. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Also wir sind jetzt hier auf der Terrasse von dem Tea Club Puntiro. Und wie ihr schon seht, man kann hier auch wunderschön von der Terrasse den Leuten auf der 18 zuschauen, wie sie fertig werden. Mein erster Eindruck, schön, viel Bermuda-Gras, relativ nah auch wieder zum Flughafen, aber es ist nicht ganz so laut und ich meine, es hat schon ziemlich krass diesen Tea-Club-Style, den wir auch in Calvia schon gesehen haben, sehr nice, sehr clean, toller Geruch im ganzen Clubhaus. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Platz so zu liefern hat. Aber zuerst schauen wir uns natürlich die Range an. Auf dem Weg zum ersten Abschlag und ich bin total happy, weil ich habe nämlich hier einen U-Cut Electric Trolley bekommen, wo ich jetzt einfach mal schön 18 Loch im flotten Tempo spielen kann. Und jetzt schauen wir mal, wie der Platz so ist. Also, erster Abschlag hier, Tea Club Puntiro in Palma. Erster Abschlag, kleines Par 4, schönes Loch zum Starten. Oh, noch nicht mal ein Driver-Spiel hier vom blauen Abschlag. Einfach mal schön starten. Schönes Spiel. Wir kommen jetzt auf Loch Nummer 7. Wir haben jetzt hier die ersten 6 Loch so ein bisschen in der mallorquinischen Landschaft gespielt mit vielen Bäumen, Pinien, kleinen Olivenbäumen. Und auf einmal geht man hier so den Berg runter oder diesen Hang runter und man sieht auf einmal einen mega Parklandplatz mit viel Wasser, Bunker. Ich hoffe, ihr könnt das alles so sehen. Und auf einmal eröffnet sich hier ein komplett anderes Layout. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie diese Löcher so sind. Loch Nummer 8, wie ich es euch vorher schon gesagt habe, Parkland Layout jetzt mit dem Wasserbunker. Bisschen Wind vorwärts, das ist ziemlich offen. Das heißt, so ein bisschen taktisch spielen. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Also wir kommen jetzt von den zweiten 9, beziehungsweise wir sind jetzt an der 15. Wir kommen von da hinten von wieder so ein paar Waldlöchern und ja, so wirklich diesen mallorquinischen Style. Viele Olivenbäume, aber auch Pinien, viel Wald. Und jetzt kommen wir wieder auf die 15 und jetzt kann man sehen, jetzt geht es wieder so ein bisschen Richtung Parkland, Bunker, viel Wasser, taktisches Spiel. Und dann schauen wir mal, ob es bis zu 18 so geht. Ich werde berichten. So, ihr Lieben, jetzt sind wir auf der 18 hier im Tea Club Palma Puntiro. Könnt schon sehen, warte, ich drehe mich noch mal kurz um. Ein super cooles Finishing-Loch. Schönes Par 4, mittlere Länge. Also mein Fazit zu diesem Platz hier ist, er ist sehr nah an Palma. Es ist ein ganz, ganz toller und vor allem freundlicher Golfplatz.
Man kann ihn super flott spielen. Die Abschläge bzw. die Löcher sind sehr, sehr nah aneinander. Also jetzt nicht so, dass man denkt, wahnsinnig eng alles, aber man muss einfach nicht lang suchen. Man braucht keine langen Wege. Man kann ihn super gut zu Fuß gehen. Schöne Grüns, sehr onduliert. Fantastische Fairways. Und für das, dass sie diesen Platz jetzt auch erst wieder auferleben lassen haben, muss ich echt ein Riesenkompliment dem Greenkeeper-Team hier sagen, weil, also wie gesagt, die Fairways, es ist es wirklich wert, hier zu spielen. Und wie gesagt, es ist sehr nah an Palma, ab und zu sieht man mal einen Flieger, aber trotzdem ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und jeder, der hierher kommt, wird einen schönen Golftag haben. Also deswegen Daumen hoch, Tee Club, Palma, Puntiro. Meine Empfehlung.